Ich hatte einen Pulli getragen, auf dem White Lives Matter drauf stand. Nee. Das ist, als würdest du ein T-Shirt tragen, auf dem steht... Aktion T4 oder so. Okay. Aufstehen ist schön. Aufstehen ist schön. Ja, aufstehen ist die schönste Mahlzeit des Tages, sage ich immer. Ich habe hier mein Trinken, das kann ich jetzt hier über diesen Tisch hin und her schieben, denn das Mikrofon steht nicht mehr auf dem Tisch. Wir haben nicht nur Ständer in der Hose, wir haben jetzt auch noch einen Mikroständer. Alter, es ist der Hammer, irgendwie 175. Folge oder so, da dachten wir uns, komm, vielleicht machen wir den Ton mal ein bisschen besser. Why not? Ne. Vielleicht ist er auch gar nicht besser. Aber es wirkt ja auch viel cooler schon. Also es wirkt optisch wie ein richtiger Podcast. Es erinnert mich so an alte Zeiten irgendwie. So Folgen 20 bis, weiß ich nicht, 60 so. Irgendwas war in irgendwas dieser Zeit. War da, irgendwas ja. war anders. Aber keine Ahnung, was wir das gewesen ist. Wir reden nicht über diese düstere Zeit. Ja, auf keinen Fall, nie wieder. Ja, witzig. Ihr habt noch eine Stunde, Luisa und Jonas, ehe ihr aufstehen müsst. Ja, und Jules, mach dein Aufwaschwasser mal bitte warm, kalt. Also ich grüße Charlie, die jetzt gerade im Labor arbeitet und den Podcast hört. Ja, lass einfach all unsere Podcast-Hörer jedes Mal grüßen. Jeden einzelnen. Und dann ist halt auch schon vorbei mit dem Podcast. Hast du den Clip gesehen von Bodo Ramelow, als er in Erfurt zum Tag der Deutschen Einheit eine Rede hält und eine übelst lange Anrede macht? Sehr geehrter Präsident. Es geht bestimmt so 5 Minuten, einfach nur so sehr geehrter, sehr geehrte. Klassischer Fall von nichts vorbereitet, würde ich sagen. Sollten wir genauso machen, finde ich. Und es gibt ja auch so gelegentliche Hörerinnen und Hörer, die wir ja persönlich kennen und die uns auch geschrieben haben, ja, wir hören den Podcast, wenn das passiert oder wenn ich gerade das mache, danke dafür und so. Immer beim Sex. Beim Sex kann man ruhig mal auch mal ansprechen, finde ich. Ja, schneller, los, jetzt auch rein mal, in die Olga. Auch mal an den anderen denken, nicht nur an euch selber und so, mal verwöhnen. Auch mal die Hände benutzen und die Zunge benutzen, nicht immer nur das Reinkloppen, Reinhämmern. Auch mal gemütlich machen. Auch mal die Hände reinhämmern. Auch mal die Hände, beide Fäuste rein. So, in diesem Sinne war das ein Cold Opener. Wir sind Brennpunkt Internet. Wir sind Tino Ranacher. Und Robin Nostar Afu. Geil. Wir sind hochprofessionell. Wir haben nämlich einen Ständer. Ja, gemeinsam einen Ständer gerade. Ja, wir teilen uns einen, das reicht. Und wir haben noch einen Special Guest eventuell, der noch aufschlägt. Aber also wenn er zu spät kommt, liebe Leute... dann dürft ihr nicht gemein sein, denn er kann da nichts dafür. Das ist aufgrund seiner Behinderung. Wer kann das wohl sein? Ja, wir schauen mal, ob dieser Special Guest hier reinkommt oder ob der sich mit seiner Prominenz nicht in diesen kleinen Podcast hier traut. Der ist jetzt so abgehoben, seitdem er jetzt mit irgendwelchen großen YouTube-Stars rumhängt. Das ist kein Spaß, ja. Er ist der neue Stern am Himmel. Und wir durften ihn hier einladen. Also er hat sich auch ein bisschen selbst eingeladen. Er hat sich, aber ich also er hat einfach gesagt, ich komme. Und dann kam er nicht. Nee, das war gestern so. Er meinte, er wäre voll gerne mal Gast bei uns im Podcast. Da habe ich gesagt, na komm doch. Also ich find's okay. Wir fragen Robin nochmal nachher und dann kannst du vorbeikommen. Und da habe ich ihn quasi dann nach eingeladen, nachdem er sich selbst eingeladen hat. Okay, das akzeptiere ich so. Das freut mich. In diesem Sinne also ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir werden so richtig schön die letzte Woche für euch eintüten und als Happy Meal euch mitgeben und die ein oder andere interessante Sache und schlechte Witze mit drüber streuseln. Und gute Witze haben wir auch. Manchmal. Und vor allem auch Realsatire. Ich will gleich mal mit einer Story einsteigen. Ich habe ein Foto gesehen von Kanye West. Aha. Hast du es gesehen? Und Kanye West trug einen Pulli, auf dem drauf stand. Willst du vielleicht raten, was drauf stand? Wir können ein kleines Quiz drauf machen. Ich habe halt gerade nicht Nein gesagt, sondern mit dem Kopf geschüttelt. Finde ich voll logisch, ja. Aber die Zuhörer haben das halt nicht gecheckt. Ich habe das so gemacht, von wegen nee. So, nee. Nee, ich musste nämlich gerade gähnen, weil wir heute leider mal wieder morgens aufnehmen. Es ist Samstag, aber es ist halt Zwiebelmarkt. Halt's Maul. es ist früher Morgen. Es ist halt Zwiebelmarkt in der Stadt und da... ist schwer abends aufzunehmen. Ich glaube, ich kriege gerade wieder so ein bisschen so ein Hals. Red lieber weiter über die Kanye West-Situation. Das trug er auf dem Pulli. Das war eine Parole. Standard, warte, ich will dir die Auswahlmöglichkeiten geben. War das entweder eine Anspielung auf die Flippers? Ja. War es zweitens Free Britney? Mhm. War es drittens White Lives Matter? Oder war es viertens ein AfD-Pulli? Was war's? Also ich weiß ja, dass Kanye West relativ Trump-nah war. Deswegen würde ich jetzt am logischsten finden, das White-Power-Ding. Mhm.
Wenn es eins von den anderen dreien waren, was war das zweite nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Das war ausgedacht. Was war das für eine Reihenfolge? Ich habe gesagt, ein Flippers-Shirt. Flippers, das letzte war AfD. Free Britney. Ach, Free Britney. Genau, White Lives Matter oder ein AfD-Pulli. Also zu deinem Leidwesen muss ich sagen, das Flippers-Ding halte ich für am unwahrscheinlichsten. Das AfD-Ding kommt danach als unwahrscheinlich. Also ich sage weiterhin, es ist White Power, habe ich vor allem gesagt. White Lives Matter. Und danach wäre ich bei Britney. Aber ich sag. Ja. Und die Reihenfolge stimmt auch. Ja, okay. In seinem Kleiderschrank hängt die auch in der Reihenfolge, diese Pulli-Collection. White Lives Matter, Kanye West. Und sagte gestern irgendeine Person, ich habe es leider echt vergessen, hing mit einer Gruppe von Leuten rum. Und er ist ein bisschen mehr in diesem Kanye-Game drin und sagte, dass er das Gefühl hat, dass Kanye immer das Dümmste macht, was gerade geht. Mhm. Also er springt auf den letzten Zug auf, der gerade abfährt. Und er war ja auch schon Trump-Supporter, wie du gesagt hast, ja. Mhm. Und hat schlechte Songs gemacht und so. Wer ist denn da? Der Mann ist Künstler. Ach, hier. Der Mann ist nicht Künstler. Hast du Pizza bestellt? Lieferando ist da. Das ist aber schön. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Müssen wir mal gucken. In die Mitte, oder? Der Gast in die Mitte. Ich habe eine Bestellung für die Firma, für die Familie. Perfekt. Okay. Ja, bedienen Sie sich. Ja, wir haben hier gute Laune bestellt. Ja, wird hier Menschenhandel betrieben? Bist du die Lieferung? Da würde ich mich sehr freuen. Übrigens, sag nicht zu viel, bevor du hier sitzt, weil dann hört man dich nicht. Oder sehr, sehr schlecht. Und das ist unprofessionell. Wir sind seit heute professionell. Deswegen haben wir auch Peter eingeladen. Ja. Hallo, ihr Hübschen. Hallo, Peter. Und Robin. Peter, der hier die ein oder andere Punchline gegen uns arme Abled People raushauen wird. Peter kam später heute. Ja. Wir mussten halt leider schon anfangen, weißt du, wir haben hier einen straffen Zeitplan, aber wir sind erst 10 Minuten drin. Wir müssen noch 10 Folgen aufnehmen heute für die nächsten 10 Wochen. Ist so. Okay. Produzieren immer quasi vor und... Die Leute checken das gar nicht, ne? Weil wir das so gut machen. Wir haben halt so einen Nachrichtengenerator und der trifft immer irgendwie zu 98%, was wir so erzählen. Ja. Wir haben auch den Krieg vorausgesagt, schon 3 Wochen vorher. Krass, also, krass. Peter Dück, seines Zeichens, Schwastika. Naja, du bist, also, ich wollte dich jetzt nicht so definieren, weißt du, seines Zeichens geiler Typ, wollte ich sagen. Und YouTube-Star, muss man auch YouTube-Star. Sagen. YouTube-Star. Ich bin der Einzige hier auf der Couch, der kein YouTube-Star ist, musst du mal so stimmt. sagen. Ja. Hey, was machst du eigentlich hier? Was mach ich eigentlich hier? Ich kann eigentlich jetzt gehen, oder? Nein. Ciao. Ich meine, es gab ja dieses Upgrade, ja, Robin und Peter, ich glaube, da hat Tino nichts verloren einfach. So. Ich muss hier mal ganz kurz an der Tonangel rummachen, damit das hier weiterhin halbwegs gleich ist von... Tonlautstärke. Ich will ja nur sagen, ich habe 3000 Abonnenten. Hast es geschafft, auf YouTube. Ja. Wow, krass. Wie viele Abonnenten hast du, Tino? Die meisten habe ich bei Facebook, glaube ich, sind 2000. Tja, Facebook, Alter, Peter, da kommst du nicht hinterher. Und einen blauen Haken, ich habe einen blauen Haken bei Facebook, ja. Oha. Dann, das sind quasi 10.000 Follower, kann man drauf rechnen, ungefähr. Ja. Auf also jeden Fall seriös. Wenn die Leute den Haken sehen, denken die, oh... Da mache ich mein Kreuz. Ja, siehst du? Guck. Also der hielt man nicht auch einen Haken auf Facebook. Bestimmt, bestimmt. Mhm. 4 Haken oder so. Ja. Wir haben gerade gesprochen, man kann hier rest. Genau, ich musste auch ganz kurz einhaken, bevor wir weiter auf Peter eingehen, der ja einen viralen Hit diese Woche selber hatte. Er ist ein viraler Hit. Er ist selber der virale Hitler, würde ich sagen. Ja, meine Fall. Güte, was soll das hier? Nee, aber. Nein, vergleich mich bitte nicht mit. Boah. Nein, besser nicht. Okay. Das hat der Führer nicht verdient. ganz kurz die Überleitung, denn es gab irgendwie seitens Korea diese Woche einen Raketenstart Richtung Japan, irgendwie in japanisches Gewässer. Hm. Und im Zuge dessen habe ich, weil du gerade von Kanye West redest, den viralsten Tweet irgendwie diese Woche gesehen. Und da ging es darum, eine Headline, Kim launches Missile... Against West oder so. Ah, Kim Kardashian und witzig. Kanye West. Ja. So, das ist aber die interessanteste Wendung dieser Kim Kardashian-Geschichte, die ich gedacht hätte. So. Finde ich ganz witzig. Die Vorstellung, dass Kim Kardashian eine Rakete, weil Kanye das falsche T-Shirt anhatte. Ja, eben. No. Ja. Er hat einen Pulli getragen, auf dem White Lives Matter drauf stand. Das fand ich ja richtig weird. Nee. Das ist, als würdest du ein T-Shirt tragen, auf dem steht... Aktion T4 oder so. Okay. Ja, okay, gut, das ist jetzt zwei Spuren drüber gewesen, als was ich gesagt hätte, aber okay. Ich wollte es toppen, ohne es gehört zu haben. Doch, stark.
ich habe jetzt kein Bild von Kanye. Müssen wir googeln. Aber er ist doch selber farbig, oder nicht? Der ist farbig. Sehr bunt. Also ja, das ist der, wie nennt man das? Dumm. Toni? People of Color, sagt Dino. Man. Ach so, ich meine, die Schwarze also sind dumm. Oh. Ich dachte, wie man ihn nennt, ja, okay. Nicht People of Color, sagt man, POC, oh, glaube ich. Okay. Aber also, wo es ja früher mal hieß, dass das Color auch Quatsch ist, aber ist egal, ja. Farben sind generell Quatsch. Klar, ich finde, Farben, ja, sollen abgeschafft werden. Ein Mensch, der nicht mitteleuropäisch aussieht. So, kurz gesagt. Hm. Kaukasisch. Aber Peter, schön, ja, dass du hier bist. Du, ja, hattest ein Interview bei Leroy Will's Wissen. Genau. Geil. Erzähl, ja, mal davon. War lustig. Kann der Typ eigentlich laufen und verarscht uns alle? Jetzt hau mal die richtig schmutzigen Details aus dem raus. Nähkästchen. Also, ich habe ihn nicht laufen gesehen. Hm. Leider nicht. Da hat man ein Video gemacht, wo er sagt, dass er das Laufen versucht. Mhm. Oder trainiert das Ganze gerade. Noch hat es keinen Erfolg anscheinend. Mhm. Aber, ja. Es ist ja auch irgendwie, er hat ja es in eurem Interview erklärt, dass er irgendwie Glasknochen oder ich weiß nicht, wie es dann genau ist. Nein, der hat nicht genau Glasknochen, das ist eine Art so, ja, aber ähnlich wie Glasknochen. Es war jetzt ja mehr ein Gag von mir, aber wahrscheinlich ist es wirklich so, dass er laufen könnte, aber das Risiko. Genau. Das, er will halt nicht. Das, ja, er weigert sich ja immer, die faule Sau. Er muss irgendwie, wenn er trainiert, also wenn du die Beine trainierst, mhm, oder wenn du deinen Körper trainierst, entwickeln sich auch die Knochen weiter. Mhm. Und er ist gerade so, habe ich verstanden, dabei die Beine zu trainieren, damit sie die Knochen weiterentwickeln. Mhm. Weil er hat ja nicht Glasknochen. Seine Knochen können sich halt weiterentwickeln. Okay. Dauert halt nur länger. So. Alright. Das habe ich verstanden, keine Ahnung. Ja. Soll auch nicht um ihn gehen, du bist der Star. Aber ich muss auch wirklich sagen, du also klar, also ich will dich... Ich hasse dieses Wort Star, sorry, ich aber... Weiß, ich weiß, ich mach das doch nur, um dich ein bisschen... Ich habe keine 5 Zacken. Noch nicht. Du hast ganz viele Zacken, mein Lieber. Du bist, hast fast die Kinder in Ohren. Nee, also ich muss sagen, ich fand das echt gut gemacht so. Ich habe nicht viel von dem gesehen. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass der halt in Interviews öfter mal so ein bisschen unauthentisch wirkt und so. Hab ich auch gehört, ja. Hast du gehört oder hast du, also... Oder hab ich's dir gesagt, ich weiß es nicht mehr. Nee, kann sein. Ich habe halt eins kurz angeguckt, so wo mit so einer, wie ist es ein Little zu sein oder so. Mhm. So eine, also 25-Jährige, die 2 Jahre gespielt. Und da ist mir auf jeden Fall schon direkt aufgefallen, dass er sich halt schon zwingen muss, das ernst zu nehmen. Und weiß ich nicht, bei manchen Sachen, wir haben ja jetzt gestern noch drüber Witze gemacht, irgendwie gibt es das schon mit einem Nekrophilen oder so. Mhm. Und bei manchen Sachen muss man halt überlegen, okay, ist das jetzt okay, das ganz neutral zu betrachten und da voll vorurteilsfrei und so. Und zu sagen, ja, ist völlig okay, dass du... Also gut, Nekrophil heißt nicht direkt, dass man Leichen schändet, aber... Naja, aber neutral heißt ja auch, dass man sagen muss, ist es okay. So, man kann ja es ja auch neutral machen. Ich finde, bei Leroy ist immer so dieser Domian-Effekt, weißt du? Weil Domian ja auch immer viel gewertet hat und so, spinnst du und... Nee, mit der rede ich jetzt nicht, wie kann man sowas denken, mhm, und sagen? Aber ich als zuschauende Person will ja... Da ist auch Leroy jetzt auch manchmal so, so ein bisschen wertend und auch so boah, krass, wow... Okay. Boah. Und ich als zuschauende Person will halt jemanden da sitzen haben oder stehen haben, wie auch immer, die laufen auch manchmal oder er halt nicht, aber die gehen da spazieren. Will ich halt jemanden haben, der souverän wirkt und halt das aufgreift und mit der Person neutral drüber spricht und Sachen aus ihm rauskitzelt. Aber immer dieses, boah, das geht mir jetzt zu weit oder sagst du was nicht oder boah, krass. Will ich halt ja, nicht hören. Rauskitzeln, aber also gut, jetzt an dem Beispiel vom Nekrophilen, der sitzt da jetzt angenommen, mhm, und hat halt die Vorliebe. Dann finde ich, okay, kann er nichts für so. Eben, ja? Ja. Aber wenn da einer sitzen würde, und ich weiß nicht, ob solche Interviews stattfinden, der halt wirklich schon mal irgendwie sich in einer Leiche vergangen hat, dann da irgendwie neutral zu sagen, okay, interessant, erzähl mal weiter, das fände ich halt ein bisschen schwierig irgendwie. Und wenn man da nicht sagen würde, aber Moment, was? Mhm. So, weißt du? Ja, ich finde, also meine Meinung dazu, dass New York, wenn ich öfter seine Videos, ich finde die teilweise spannend. Mhm. Eigentlich gucke ich mir nicht an, weil ich von einem Titel merke, oh, shit, da werde ich aggressiv. Mhm. Aber er hat genau das, also meiner Meinung nach,
hat er. Genau das macht er das. Genau das. Also die zwischen Euro. Also du sagst, er wertet zu viel. Mhm. Du sagst, er sollte ein bisschen, also ja, er wertet halt ein bisschen. Muss ich aber dazu sagen, ich habe nicht viel gesehen, ne? Ich auch nicht so okay. Viel. Ja. Aber also. Klar wundert er sich. Ja, aber trotzdem kitzelt er raus. Er wertet nicht, er reagiert wie ein normaler Mensch reagieren würde. Hm. Wenn mir einer erzählt, dass, da gab es ein Video, das habe ich gar nicht gesehen, weil es stand Text im Knast, das ist okay. Nicht so, oh, ich ahne, was da passiert, ich will es nicht wissen. Dann fände ich schon okay, wenn er sagt, das ist ja nicht wertend, das ist ja einfach nur verwunderlich. Ja. So. Ja, aber ich finde, er wirkt manchmal dann so verloren. Also manchmal ist es dann so, da kommt ein krasser Fakt von der Person, die er interviewt, und dann sitzt er erstmal da, oh, okay, krass. Das muss ich erstmal verdauen. Okay, ja. Ja, so, oh, krass. Also ich fand zum Beispiel bei diesem Video, was ich gesehen habe, dieser Little, da sagt halt dieser 52-Jährige, dass er diese 25-Jährige, die so tut, als wäre sie eine 2-Jährige, die hat halt eine Windel an und pisst da rein und er wechselt das für sie. Und das hat in keinster Weise irgendeine sexuelle Note für ihn. Und da, also es kann sein, dass das wirklich so ist, aber da zumindest mal das noch in Frage stellen, ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass er da ihr auf die Wagotze guckt, die vollgepisst ist und dass das für ihn total uninteressant ist in dem Moment. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen und da zumindest mal nachzuhaken. Wäre halt, da muss ich sagen, dieses Little-Ding, da habe ich mich auch viel damit beschäftigt. Ja. Und es ist durchaus möglich, es nicht sexuell zu betrachten, weil für manche Personen, in den meisten Fällen sind es ja auch weibliche Personen, die Little spielen. Und die sagen in Interviews ganz oft, dass es für sie eher so ein Ausbruch ist aus dem Erwachsensein. Ja, für die Kleine, manchmal, klar. Genau. Aber und der andere Part, wenn wir den Partner haben, der quasi den Erwachsenen spielt, auch für den kann es manchmal eine Ausflucht sein aus dem Alltag, um zu sagen, ich kümmere mich jetzt mal um ein Kind, was aber kein echtes Kind ist. Ja, aber die und kann Papa spielen. Die streckt dir ihre Magotze entgegen. Aber das ist ein Kind. In dem Spiel ist das ein Kind. Ja. Wenn du dann im Spiel, ja, aber körperlich halt nicht. Aber du siehst das als Kind. Also ja, maybe. In deinem Kopf ist das ein Kind. Wie gesagt, ich sag ja, es kann gut möglich sein, dass sie das wirklich so empfinden, aber wenigstens nochmal nachhaken, so. Gibt es bestimmt auch Menschen, die das dann sexuell betrachten, aber sicherlich viele auch nicht. Und wenn es so wäre, würde der das dem Kind. Also dem vermeintlichen Kind halt nicht sagen. Es ist halt auch klar so. Es gibt ja auch selbst so Hautärzte. Also ich rede jetzt auch bewusst von der männlichen Form, weil ich habe halt von bekannten Schwulen von mir erfahren, dass sie manchmal das Gefühl hatten, dass ihr Hautarzt ja auch manchmal so auf HIV und STI untersucht, dass sie manchmal auch zu lange den Penis anfassen und manchmal sich ein bisschen so ein bisschen durchkneten. Belästigt fühlen, ne? Okay. Und dann kam auch raus, dass dann auch der Arzt schwul war tatsächlich so. Und ihn dann auch auf Grindr fand und so. Und es kann natürlich sein, dass es Menschen gibt, die auch ihre Profession ausnutzen, ja, um sexuelles Kapital zu schlagen. Wenn sie einen jungen Mann haben, der sich ausziehen muss, wegen der Diagnose, das kann man auch vielleicht ausnutzen, ne? Gibt's natürlich auch. Man darf das aber niemals irgendwie vorverurteilen und sagen, das machen alle Hautärzte so. Nee, das sagen die. Oder auch Hautärztinnen gibt's bestimmt auch. Also, naja. Ich finde das halt spannend, generell für mich, um zu sehen, was gibt es eigentlich da für verschiedene Leute mit verschiedenen Ansichten. Klar, an sich weil auf jeden Fall cool. Das, was mir das gibt, ist einfach, ich lerne was Neues kennen. Und wenn ich was Neues kennenlerne, das ist ganz wichtig zu hören, dann macht es mich auch offener für neue Sachen. Weil im Osten. Was? Was kommt jetzt? Geht's los. Ganz Eis. Die Leute auf dem Dorf. So. Wenn du nichts Neues kennenlernst und dann kommt was Neues dazu, dann kriegst du Angst davor. Deswegen kann man halt, oder sehe ich, dass von außen Menschen in der Großstadt sind viel offener für Flüchtlinge, für neue Sachen, als Menschen auf dem
In Weimar. Ich meine, in der kleinen Stadt, da sind die eher, Entschuldigung. In der Regel. Schön, dass du hier warst, ja. Peter. In der Regel ist der Rassismus dort größer, wo man noch nie einen Ausländer gesehen hat. Genau. In der Regel, aber es ist nicht natürlich immer so. Und ich finde, durchs Internet, dadurch, dass Leo diese Videos macht, können auch Leute, wenn das Internet nicht behindert ist, können die angucken und lernen das dann kennen, so, und merken, es gibt auch andere Menschen, die anders ticken, und vielleicht entwickelt sich dadurch bei denen eine Offenheit, obwohl sie in Weimar wohnen, auf dem Dorf wohnen, Entschuldigung. In Schöndorf wohnen, ja. Genau, deswegen, ich finde das so, finde das eigentlich eine gute Arbeit, was Leo macht. Bestimmt, also ich finde ja auch viele, ich habe auch einige angeschaut, und es sorgt ja auch für eine gewisse Sichtbarkeit. Ich meine, ich bin ja auch ein großer Vertreter von CSDs und so weiter, wo auch viele mal sagen, wozu braucht es doch CSDs, man darf doch hier schon heiraten als schwuler Mann und lesbische Frau. Aber es reicht ja nicht, es gibt immer noch Vorurteile gegenüber nicht heterosexuellen Leuten, und CSDs sorgen für eine Sichtbarkeit, und die schafft Leeway eben auch für Nekrophilie, für Pädophilie und so weiter. Da ist der Unterschied natürlich, dass man das nicht akzeptieren sollte, dass man das auslebt. Die Leiche kann halt nicht konsenten. Richtig, aber man kann dafür sorgen, zu zeigen, die Menschen können nichts dafür, super sich nicht aus. Und es gibt Menschen, die sind pädophil, aber leben es halt auch nicht aus, ne? Die leben mit dieser, ich will nicht Diagnose sagen, aber die leben halt mit dieser Bürde, und die können trotzdem coole Menschen sein. Und die brauchen gerade den Support vom Umfeld, von der Familie, von Freunden, damit sie eben nicht abrutschen irgendwie und straffällig werden. Genau. Ja, so, wir haben jetzt relativ allgemein über diesen Kanal an sich und den Typen geredet, aber vielleicht gehen wir nochmal kurz auf dein eigentliches Video oder dein Interview ein, weil das haben wir auch gar nicht gesagt, ihr seid ja da zu zweit, so, Leute, die das jetzt nicht gesehen haben, wissen das gar nicht, ihr seid da zu zweit, Spastiker trifft Down-Syndrom, und ich muss sagen, das Thumbnail fand ich schon allein ein bisschen komisch, muss ich sagen. Erstens hat der Down-Syndrom-Typ hat in dem ganzen Video nicht einmal so geguckt. Und dann finde ich das irgendwie ein bisschen komisch. Zweiten Foto. Aber auch ein Foto hat er so geguckt. Ja, aber also dann sagen sie, okay, nehmen wir so. Ich finde, das wirkt so wie, wir müssen das jetzt auf dem Thumbnail darstellen, dass die komisch sind. Oder weißt du, dass die halt anders sind. So. Ach so. Weil ich wette, der Typ kann auch normal gucken auf einem Foto. Und, weißt du? Aber nee, das ist so. Meiner hatte, also, ich habe auch ein Foto gesehen. Guck mal, ich gucke auch nicht immer so im Video. Guck ich so ein Video? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist halt ein Fotogesicht. Ja, gut. Und es fällt halt auf. Die Leute klicken eher drauf. Ja, eben, aber das finde ich halt schwierig ein bisschen. Ja, erreicht ja mehr Reichweite. Ja, okay, das ist dann gut für dich wieder, ja. Nein, auch für das Video. Die Leute klicken drauf und merken dann, er guckt halt komisch, aber ist halt... Ja. Nicht komisch im Kopf, also ich schon, aber deswegen, also ich finde das nicht so schlimm. Und dann eine letzte Sache, ich will auch nicht die ganze Zeit kritisieren, aber was mir halt aufgefallen ist, erst hat er ein bisschen länger mit dir geredet, dann mit ihm, und als er dann wieder zurück zu dir ist, hat er mit dir auch ein bisschen, ich sag mal, kindlicher oder so geredet, weil der andere ist ja kognitiv ein bisschen, also es ist ja beim Down-Syndrom so, dass du dich langsamer weiterentwickelst. Genau, so. Der ist ja voll da, der checkt alles, aber der ist halt ein bisschen kindlicher, ja, so ein bisschen, halt nicht seinem tatsächlichen Alter entsprechend, was aber völlig fein ist. So. Das ist ja bei dir nicht, weißt du? Du bist ja voll fit im Kopf, so. Und dann hat er aber nach dem Gespräch bei dir auch so ein bisschen so, ja, und Peter, na, wie ist das dann bei dir? So. Dann hat er halt, guck mal, dann hat er halt den Schlitz nicht, Den Schlitz, nee, was hat er? Den Schlitz. Den Switch. Den Schwitz, Alter. Den Switchkasten. Ja. Den Switch hat er halt nicht rumgekriegt. Ja. Aber dann ist das doch meine Aufgabe, in der Antwort, er stellt mir eine Frage. Ja. Dann muss ich in der Antwort so souverän antworten, dass der Zuhörer dann sieht, okay, der Leo hat den Switch nicht bekommen, aber der Peter
Hatten auch alle Tassen. Nee. Hatten auch alle Tassen im Schrank. Fast alle. nicht, dass der andere die nicht hat. Alles gut, ja. Also ich Triggerwarnung? Habt ihr schon immer. Trigger? Das ist bei uns inbegriffen. Triggerwarnung. Die heißen quasi Triggerwarnung Internet. Ja. Okay, weil ich bin hier. Und ich finde, auch wenn. Ich muss halt dann lernen, einfach so zu antworten, dass der Zuschauer das reilt, dass ich ja nicht wie Tino bin. True, ja, true. Du hast halt auch wirklich gute Gags teilweise gemacht, so mit dem Internet und so. Es ist, ja. Deswegen, du hast das Ding schon gut gemacht. Und du sprichst ein Thema an, was viele Menschen mit Behinderungen auch betrifft, ne? Dass sie manchmal von nicht behinderten Leuten so kindlich behandelt werden. Wo sie teilweise echt nur im Rollstuhl sitzen zum Beispiel, ja, die wirklich geistig nicht eingeschränkt sind. Trotzdem kommt so, na junger Mann, wie geht's uns denn heute? Und er ist halt 50, aber kann einfach nicht laufen, aber sind auch fit im Kopf. Ja. Aber da muss er halt dementsprechend so mit den Menschen, also es kommt echt, wie reagierst du drauf? Mhm. Weil ich bin den Menschen, die so mit mir reden, gar nicht sauer, weil du kannst einen Menschen nur vor den Kopf, also die sehen mich nur, die sehen mich laufe und danach haben die ein Vorurteil, Alarmvorurteil, also und dann so reden die auch mit mir. Und die meinen es gar nicht böse unbedingt. Genau. Und dann muss ich versuchen, wenn es zum Gespräch kommt, ihm nahe zu bringen, dass er sich im Vorurteil geirrt hat. Dass es immer so reden hilft. Auch wenn ich zum Beispiel eine Person, die sich als männlich sieht, weiblicher aussieht, und wenn ich dann frage, weiß ich nicht, hast du einen Freund? Und die so, nee, ich habe eine Freundin. Und die sagt mir das, dann weiß ich das. Aber ich kann das nicht. Ich sehe das nicht. Genau. So. Aber ich gehe erstmal vom Äußeren aus. Und in den Kommentaren zu dem Interview habe ich teilweise Kommentare gesehen, wo Leute sich darüber aufregen, dass Leo mich heteronormativ gefragt hat, ob ich eine Freundin habe. Oh oh. Ich kann es nachvollziehen. Also ich kann es nachvollziehen. Ich meine, ich bin ja auch ein Betroffener der so queer Szene. Und es ist natürlich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn mich mal automatisch fragt, hast du eine Freundin? Ich finde es nicht schlimm. Aber ich finde, man sollte schon eine Awareness schaffen, zu sagen, geh mal nicht davon aus, denn Menschen, die vielleicht nicht geoutet sind oder Schwierigkeiten damit haben, dass sie schwul sein könnten, dann noch konfrontiert werden mit, oh, er geht davon aus, dass ich hetero bin. Das ist wieder so, wie so ein Stoß vor den Kopf. Aber wenn du gleich offen auf den Sinn gehst und sagst, aber bist du in der Partnerschaft? Statistisch gesehen ist es halt, also ich verstehe das alles, aber wenn halt, was weiß ich, ich kenne die Zahlen jetzt nicht. Wenn es 90% Heteros gibt bei Männern und 10%, ist halt alleine statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher. Ja. Also, ich verstehe deinen Ansatz natürlich, aber ich da ein Thema draus zu machen, also das besser zu finden, nach Partnerschaft zu fragen, okay, aber das schlimm zu finden, wenn das nicht passiert, das sind halt zwei verschiedene Sachen. Nee, schlimm ist es nicht, das ist ja immer eine Einzelfallfrage. Wir hatten auch das Gespräch gestern, Peter und ich, über das, welche Wörter darf man eigentlich so sagen und so weiter. Und es gibt natürlich Menschen, die betroffen sind, wie jetzt das N-Wort zum Beispiel. Es, oder auch Dreadlocks. Es gibt Menschen, die dieser Kultur angehören, die finden das okay. Aber es gibt Menschen, die finden das eben nicht okay. Da muss man eben für sich abwägen, auf wen gehe ich jetzt mehr ein? Sage ich jetzt die cool sind, ich verweise auf die, die sagen, ich darf Dreadlocks als weiße Person tragen. Oder höre ich mehr auf die, die das stört, die ich verletzen könnte und sage, ich mache es aus Respekt vor denen nicht. Und so ist es bei dem Fall genauso. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man mich fragt, ob ich eine Freundin habe, obwohl ich halt nicht hetero bin. Aber es gibt den Menschen, denen fällt es furchtbar schwer, diese Frage so zu hören, weil die fühlen sich dann gedrängt, hetero sein zu müssen, weißt du? Oder es wäre normaler, wenn er jetzt antworten würde, ich habe eine Freundin, obwohl es nicht so ist. Weil ich fände das schön, zum Beispiel, wenn ich mit Robin rausgehe und der macht einen Gag über mich. Und dann kommt eine weiße, blonde Frau, geht zu Robin und sagt, warum redest du so mit dem? Und ich denke mir so, es geht dir gar nichts an, ne? Ist ja lustig. Er hat einen kreativen Witz,
Ich weiß ja nicht, wie ich über Robin rede. Ja, wenn so, die das wüsste, ey. Den Geringverdiener. Und, so. Und, weißt du, so, wenn ich jetzt draußen zu Robin Witz mache, der Robin angreift, wird keiner was sagen. Ah, ja, klar. Wenn Robin Witz über mich macht, über meine Behinderung oder so, dann kommen direkt 10 weiße Cis. Cool. Zehnweise Cis-Frauen und regen sich doch mal auf, dass Robin sich. Heißt das überhaupt Cis-Frauen? Ja, Cis-Frauen sind ja die, die sich dem Geburtsgeschlecht weil, ja, fühlen, genau. Dann kommen die an und regen sich doch mal auf, dass Robin sitzt über mich, weil, obwohl der lustig war. So. Es ist halt ein Spagat zwischen. Ja, scheint was dran, ne? Es ist halt ein Spagat zwischen, ich weiß nicht, was die für ein Verhältnis haben, oder eben auch Zivilcourage, ne? Weiß man immer nicht so genau. Die könnten auch denken, dass ihr euch gar nicht kennt und Robin macht halt einen schlimmen Witz über dich und dann kann ich es verstehen, dass jemand aus der couragierten Sicht sagt, ja, ja. Ich greife da jetzt mal ein. Aber sein Punkt ist ja, dass es andersrum, wenn er den Witz über mich macht, halt diese Zivilcourage auch. Natürlich, also natürlich, weil ja Menschen, die nicht behindert sind, ja nicht marginalisiert werden. Das ist immer noch mal ein Unterschied. Also, wenn, wir sind ja privilegiert, so. Aber wenn wir für jeden ist ja Kacke. So. Wenn sicher ist es Kacke, also, ja, klar. Wenn wir jetzt an der Eisdiele stehen. Ja. Und ich hol mir ein Erdbeereis. Ekelhaft, Erdbeereis. Das ist das Schlimmste. Stell mich nicht mal rum und sag, oh, das schmeckt so gut. Ja. Und dann ran weg und sag, boah, ist das lecker, Robin. Ist nie erfahren. So. Ja. Jetzt verstehe ich es erst, ja. Keiner weiß, dass Robin dieses Problem hat. Das sieht sie eben nicht an auch, ne? Ja, genau. Ja. Das war lustig. Muss ich mal machen. Mach mal. Aber mit Erdbeereis wirst du mich da nicht kriegen. Dann eher schon Zitrone oder so. Oh, Zitroneneis, wer mag denn sowas? Ohne Spaß. Weißt du, wie das schmeckt? Ich weiß, klar. Ich konnte ja jahrelang schmecken. So. Gab es diesen Gag von Laschet, der irgendwie auf Lieblingseis geantwortet hat, Zitroneneis, also nicht Scholz war es, er mag Zitroneneis, alle so, na klar, ist der Zitroneneis mag. Das langweiligste Eis, was es überhaupt gibt. Das ist nicht langweilig, das ist das erfrischendste Eis, was es gibt. Finde ich auch langweilig. Zitroneneis ist geil. Ja. Gut, bin ich in der Minderheit heute, ja. Ansonsten nehme ich auch gerne dunkle Schokolade, was so komplett das Gegenteil ist. Boah, nee, so. Ich bin so der Mischesser, also ich brauche immer so eine geile Kombi. Oh ja, das sagst du, bin ich wieder der Geringverdiener, der sich keine 2 Kugeln Eis leistet. Tja, selber schuld. Toll. Ich habe letztens ich war in Köln, jetzt Werbung, bei Wanderwaffel, hab da Essen abgeholt und die haben mir ein Eis gesponsert, eine Kugel. Du hast gesagt, ich will Trinkgeld, was soll ich mit dem Scheiß hier? Nein. Ich muss halt auf das Essen warten. Was haben wir in der Munde? Alter, das ist ein geiles Eis. Also, Wanderwaffel Köln. Aber Wander, wie wandern oder Wunder? Wunder. Ach, Wunderwaffel. Wunderwaffel. Ah, da war ich in Berlin auch. Die hatten auch eine Filiale in Berlin. Das ist geil, das war echt geil. Sehr nette Leute. Und Köln gibt allgemein nette Restaurants. So. Also geile Kombis, sowas wie Kirsche und Schokolade finde ich halt voll nice bei Eis. Zitrone. Also Kirsch habe ich abgeschworen so ein bisschen, aber Himbeer-Schoß. Himbeer auch geil, ja, das stimmt. Okay, das war auch geil. Ja, okay. Genug von mir. Nee, alles gut. Ich gucke nur gerade, wo wir gerade bei krassen, viralen YouTube-Videos sind. Verfolgst du diese Mimi-Entschuldigungen Red-Videos? Oh, also ich hab, wenn ich mal Zeit habe, ja. Wenn ich mal etwas arbeite und nebenbei was hören kann, dann höre ich mir das an. Ich finde, ich mache mir manchmal Sorgen. Ja. Wow. Ich finde es krass, was er alles aufdeckt. Ich finde es gut, dass er aufzeigt. Was ich mich mal frage, warum? Also es kann doch nicht sein, wenn du da einen hast, der dich dauernd exposed, ja. Dass du dann nicht irgendwann sagst, ey, shit, ich erzähl mal den Leuten die Wahrheit. Und sag, ey, Leute, ich hab's verkackt im Leben. Ich hab nicht so viel Kohle. Ey, hilf mir mal, YouTube-Kanal neu. Hilf mir mal. Also,
Ich brauche Hilfe. Das gibt's ja auch als Krankheitsbild oder psychologische Störung, dass du halt nicht anders kannst als permanent lügen und so. Durch Leute, die ich kennengelernt habe im Leben, habe ich mir gedacht, was ist, wenn er einfach eine Mega-Depression hat, sein Leben nicht bereit kriegt, vielleicht gerade mal darauf aufraffen kann, diese Videos zu machen und dann versucht er nach außen immer noch den coolen zu machen und dann knallt da noch einer voll rein. Ja. Weil das mag alles sein, wenn es nur das wäre, fände ich das auch hart. Ich weiß es nicht, aber ich denke halt immer so ein bisschen weiter. Ja. Finde die Videos schon irgendwie spannend und wie der auf, wie gut der das aufdeckt. Ich glaube, der hat ziemlich gute Verbindung zum Katar oder zu seiner Frau. Mhm. Ich habe letztes Video, da gab, hat er ja die Frau gezeigt. Ausweis, Ausweis der Frau und so. Wie kommt ein Ausweis von der Frau? Vielleicht hat er einfach Kontakt zur Frau. Da muss man auch richtig hart paranoid werden als ApoRed so. Ja. Also wenn alles irgendwie aufhört. Aber ganz kurz, um das auf das einzugehen. Ich lese das auch immer mehr so, dass das eigentlich, das geht zu weit und so. ApoRed, der hat halt nur ein paar Fake-Pranks gemacht. Aber es ist halt eben nicht das. Er hat ja wirklich im großen Stil Leute gescammt. Also mit seinen Firmen und also alleine bei eBay-Käufen Dinge irgendwie verkauft und das Geld bekommen, aber die Dinge nie geliefert und so. Genau. Und das ist schon eine Menge und da finde ich das auch okay. Ist natürlich krass, wie viel das ist, aber also für Mimi ist es halt auch einfach Content. So. Voll Content, ihr kleiner Dich. Sehr so krass und wenn also auch das Abort sich nicht aufrafft und einfach hätte er selber die Intervention nochmal selber eingegangen, wäre nach 3 Jahren raus. Und jetzt ist er nicht nach 3 Jahren raus, sondern muss über so lange abbezahlen, bis er schuldenfrei ist. Mhm. So, dass er sich da nicht aufraffen kann, das sind so für mich Anzeichen immer schwierig. Ja. Warum er das macht, ich kenne den Jungen nicht. Ja. So, ich kann ihn nicht beurteilen. Ich sehe nur, was da falsch läuft und mache mir meine Gedanken darüber. Weißt du? Mhm. Macht Mimi auch noch andere Videos eigentlich? Nee. Oder? Okay. Also erst war es ganz lange gegen Leon Mascher. Genau, das weiß ich auch Ende noch, letztes Jahr aufgehört und dann ging es mit ApoRed weiter. Mhm. Aber alleine für dich und vielleicht auch die Zuhörer, die es gar nicht verfolgen oder nicht mitbekommen haben. Mhm. Ich finde nämlich... Ja, kommt hierher nur, um Steuergeräusche zu machen. Ne? Sabotiert hier unser Erfolgsformat. Nee, also ich finde die letzte Folge echt am härtesten bis jetzt. Die Entschuldigung 9 ist das. Hm. Entschuldigung natürlich ironisch, ja, klar, weil ApoRed irgendwann mal gesagt hat, Mimi soll sich bei mir entschuldigen. Hm. Und dann kamen halt diese Videos. zum einen wird das erste Mal halt überhaupt erwähnt, dass ApoRed die ganze Zeit eine Frau hat, was wirklich komplett nie erwähnt wurde, wusste ich halt nicht so. Ich auch nicht. Und die dann anscheinend auch mehrfach betrogen hat. Und dann... Was ich persönlich am allerhärtesten finde, ist, dass er in irgendeiner Form an Rohdateien von den Videos gekommen ist, die ApoRed gemacht hat. Also er muss halt wirklich einen besten Kumpel von ApoRed haben. Also quasi, man nimmt ja ein Video auf und schneidet das dann zurecht, ne, die ganzen Versprecher raus und so. Und Mimi hat aber jetzt einfach diese Videos, diese Originalaufnahmen, wie man dann halt sieht, wie ApoRed irgendwie da sitzt und sein Skript immer lesen muss, 10 Sekunden. Ja, und Genshin Impact ist auch ein sehr gutes Spiel, weil, und dann liest er wieder seine Notizen, und das finde ich echt am härtesten irgendwie. Was ich da mal beim Gucken mal so einen Gedanken, ich äußere den mal jetzt, wenn das wirklich so ist, dann ich weiß das. Ich habe predicted das Ganze. Was ist, wenn es einfach nur ein Riesenprank ist? Oh. Nee. Voll ApoRed oder was? Voll ApoRed auf Mimi und ApoRed schickt ihm die Sachen zu und. Und sagt, ey Leute. Das würde viel erklären. Das ja? wäre 4D-Schach, aber ich glaube, das ist trotzdem so eine krasse Rufschädigung für ApoRed. Ich weiß nicht, ob es das wert wäre. Ja, aber wenn das rauskommt und es geht ja hier auch um krasse kriminelle Sachen. Der wohnt zum Beispiel in einer Sozialwohnung, die aber auf seinen Bruder angemeldet ist, der aber genauso heißt, nur den. Also einen anderen zweiten Namen hat. Mhm.
Und deswegen wohnt er da, ohne dass das Amt das irgendwie checkt. Das ist voll smart. Einfach Kinder machen, alle müssen gleich heißen. Ja, genau. Außer so einen Zweitnamen, so Manfred Klaus, Manfred Sibylle und witzig. Es ist richtig insane so. Und das ist die Entschuldigung 9. Ich finde es bis jetzt die krasseste so. Ja. Aber auch Upper Red muss sich ja furchtbar dumm vorkommen. Ich meine, er wird ja richtig hart vorgeführt. Ja. Das ist ja nicht wie bei vielen anderen, die so Kanäle zerstören, die so Indizien manchmal haben und zusammenflicken. Es ist ja bei ihm echt knallhartes, einfach was da ihm vorgeworfen wird. Auch die Videos mit den, das ist mein Lamborghini und so. Mhm. Aber es ist halt noch dann diese Originalaufnahmen, wo dann das Nummernschild wie so ein Mietwagen ist, weißt du? Das ist doch einfach eindeutig. Es ist ja nicht mal so, dass er sich rausreden könnte. Es ist ja einfach bewiesen, dass er da rumlügt. Dann würde ich mich furchtbar dumm fühlen als Apo Red. Also es kann schon sein, dass er halt irgendwie, also entweder halt, wie heißt es dann, wenn man am Lügen ist, ich komme nicht auf das Wort, aber dass er das hat, vielleicht hat er noch andere psychologische Störungen, denn er kann halt physisch einfach nicht jetzt sagen, okay Leute, ihr habt Mist gebaut oder was weiß ich, keine Ahnung. Das sagt man ja auch immer so in der rechten Szene oder bei so Reichsbürgerinnen, dass sie auch irgendwann doch begreifen, dass sie Mist labern, aber dann nicht mehr rauskommen, weil die schon so tief drin sind und die haben halt einfach Angst, ausgelacht zu werden von Leuten, die dann gesagt haben, ja, guck, ich hab doch gewusst, dass du halt einen Irrweg läufst. Und da, bei denen ist es ja nicht mal so, dass die immer ein Image hatten von wegen, ich bin der Coolste, ich bin reich. Mhm. So, wenn das dein Image ist, was du verteidigen musst, das ist halt ein Risiko und das machen ja auch viele Rapper, dass die immer so sich dicke Klunker an den Hals hängen, obwohl die auf dem Konto 10 Euro haben oder so. Ja. Dieses Fake it till you make it. Aber wenn du es halt nie machst, also niemals makes, dann musst du dieses Bild aufrechterhalten. Und es hat wohl ApoRed offenbar nicht geschafft, ne, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Er war wahrscheinlich mal reich zwischendurch, hatte viel Geld. Er hat auf jeden Fall Geld bekommen durch YouTube einiges, aber vielleicht hat er es immer wirklich direkt für seine scheiß Schuhe oder so rausgehauen und hatte halt nie größere Summen, keine Ahnung. Der hat auch Firmen aufgezogen, also das sind Firmen, finde ich. Ja, ich glaube, dass er einige Firmen einfach machen wollte oder mit Leuten zusammen was aufbauen wollte und die haben den abgezogen. Kann ja auch sein. Ja, also es wirkt ja bei manchen schon so, als hat er die Firmen etabliert, nur um Leute halt von sich aus abzuziehen mit Gewinnspielen und sowas. Also auch so Briefkastenfirmen. Kann auch sein. Auch irgendwie drei Firmen, die den gleichen Sitz haben, was irgendwie das Haus ist, wo die Sozialwohnung irgendwie drin ist oder so. Ganz komisch. Ich finde halt die Geschichten von ApoRed härter als das, was der bei Leon Mascher, bei Leon Mascher hatte er nur das als Fake Pranks. Genau, das war halt noch entspannter. Genau, aber bei ApoRed ist er ja wirklich, der nimmt die ja komplett auseinander. Der Junge wird ja nie auf YouTube. Wenn der mit ApoRed fertig ist, können die ganzen Nekrophilen von Leroy ankommen und sich an ihm vergehen. Hallo. Na? Noch ein Stargast. Hi. Hi. Oh nein, ey. Oh nein. Aber es ist ein guter Satz für, wenn die Tür gerade aufgeht und ich sage, irgendwelche Leute können sich an der Leiche vergehen. Das ist schon ein guter erster Satz. Ich glaube, ich wäre jetzt der Nekrophile. Bist du jetzt? Oh, Alter, der Schleim sitzt tief. Ja. Hallo, Dijon. Ich hab was mitgebracht. Oh, ich habe jetzt die Harry Potter Filme, die wollte ich schon immer. Aber nicht alle, damit es auch Spaß macht, damit du noch sammeln kannst. Das ist wie Pokémon-Karten. Aber warum? Ach Gott. Du freust dich. Ich freue mich. Warum? Also ich bin ja jetzt nicht als der größte Harry Potter Fan bekannt oder so. Der zweitgrößte, ja. Ja. Guck doch mal. Also regelmäßige Brennpunkt Internethörer und Hörerinnen und alles dazwischen wissen. Der zweitgrößte Harry Potter-Fan. Ja, das ist alles sehr schön. Das sind, entwickeln kann. Sind ja, alles. Du musst nur noch den Kessel aktivieren. Das sind vor allem die ersten beiden Filme sind nicht dabei. Ich hab aber das ist auch okay. Und die kennst du da hat, also, hat ja mir noch keine Brüste. So, weg jetzt. aber hier schon, ist egal. Also. Ich habe noch eine Uplifting-News, eine kleine. Lifte uns mal ab, Tino. Und zwar die Ice Bucket Challenge. Das ist ja hier der Brennpunkt Internet. Und wir reden hab da ich auch ausgesucht. Über virale Hits, super. Ja. Und zwar hat diese Challenge echt dafür gesorgt, also dazu beigetragen, dass man Medikamente gegen MS, heißt sie, glaube ich? ALS. Ach ja, stimmt, MS war das andere, aber ALS, mitfinanziert hat. Ja. Dass die Krankheit langsamer voranschreitet. Krass. Das heißt, wir müssen jetzt mal die Peter-Challenge machen oder so.
und alle so laufen, dass unsere Schuhe dabei kaputt gehen. Und dann vielleicht, weißt du, gibt's so Augmentierungen, so biometrische Armstulpen, Beinstulpen oder so, und dann kannst du irgendwann ganz krass laufen. Wäre das eine Option für dich? Nein. Du hast ja auch im Interview gesagt, das ist ja Teil von dir, ne? Also, ich würde ungern nicht behindert sein. Weil für mich ist das so, ich kann nicht beurteilen, wie ihr euch fühlt, aber... Scheiße. So, ich fühle mich halt ganz... zumindest wenn ich hier kommt was Schleimiges. Wenn ich in Weimar bin, fühle ich mich halt kaum behindert. Oh. Weil das halt kaum ein Thema ist, weil... Naja, außer Leute, heute ist eine Stunde, aber ja. Ja, aber es ist nicht so, ist ein Witz drüber gemacht, aber es ist nicht so, oh, der arme Peter, der kann nicht so gut laufen. Und dann, guck mal, wie er läuft. So. Und das ist, also, ich fühle mich da ganz, also, deswegen. Hi. Er hat fotografiert. Ich habe mal den Spastiker treffen, der bei Leroy war. Mhm. Ey, Leute, mach das Ding nicht größer, als es ist. That's what she said. That's what Tina said. Mhm. Es gibt auch noch mehr, also so krasse Themen die Woche, ne? Sowas mit Putin und so, aber ich finde, wir können Putin mal beiseite lassen, ja, oder? Ja, der hatte Geburtstag die Woche oder sowas, glaube ich. Geworden, deswegen genau. Lass den mal ignorieren. Genau. Ich sehe ihn mit 65 Rente. Ja, ne? Eigentlich. Der sollte mal in Rente gehen, der Junge. Stimmt. Ich glaube, der Junge ist überarbeitet. Putin, du bist überarbeitet. Der hat Burnout. Er kriegt eine Diktatorenrente, kommt dann ins Altenheim nach Den Haag. Ja, das ist alles gut. Dann sagt die Gerda, die Betreuerin, ja, Wladimir, ist okay, ist dein Pudding. Ja, wir fallen morgen in der Ukraine an. Ja, Putin, Ukraine gehört zu Russland, ist okay. Wenn du das meinst, ist vollkommen okay. Das machen wir morgen. Gleich gibt's wieder Haferschleim. Ich finde so, da hat er diese Abstimmung gemacht. Ja, genau, ja. Das nimmt doch keiner ernst. Natürlich nicht. Also, es wäre, als ob ein Geil. Nee, ich sag das nicht. Entschuldigung, ich muss nicht hier bremsen. Es wäre, als ob ein nicht so schlauer Mensch. Nein. Ja, schlecht gefaked halt. Es gab auch irgendwie mehr Stimmzettel als Abgeordnete gab. Ja, und aber die Menschen. Handtuch oder was? Nee, ich wollte das Pandemie-Schätzen machen, damit ich euch nicht störe. Das aber ist okay, es war eh nur Peter am Reden. Ja, deshalb. Ich würde jetzt kurz duschen, es sei denn, du sagst, nee, das ist jetzt mir eine zu große Hintergrund. Nee. Gerausche, aber ich. Ich dachte, du brauchst schon, das ist ja erst schon Vordergrundgeräusche. Ja. Nee, aber brauchst du ein Handtuch oder was? Nee, ich würde mich einfach an dich anschmieden. Okay, dann machen wir das so. Aus der Dusche okay. Gut. Ja, Putin. Weil ich halt sage, es wäre halt, ob ein Kind sagt, ein Kind kommt mit Knie und guck mal, oder gibt dir dann ein Sandtuch und sagt, ess mal das. Und ja, ich esse das jetzt. So, das Kind wird nie ernst genommen mit dem Sandkuchen. Mhm. Und Putin mit seinem neuen Russland, wo Ukraine dabei ist, wird einfach vom Rest der Welt nie ernst natürlich genommen. Natürlich nicht, nee. So, ja. Der kann da mit den Beinen strampeln, weinen. Er ist jetzt 70, 20 Jahre macht er noch. Also na, hoffentlich nicht so lange. Sag mal, Tino, wünschst du ja Leuten den Tod? Das hat länger, ich würde länger sagen. Ach so. Nicht so lange, sondern noch länger. Ich wünsche Putin ein sehr langes, glückliches Leben. Ja. Aber ich dachte, dass er tot krank wäre. Das nehme ich kontextlos an den Anfang. aber ich dachte, der ist irgendwie schwer krank. Ja, Krebs und so. Das Amerika behauptet. Ich weiß es nicht. Die Lügenamerikaner wieder. Nein, das. Ja, topfit wird der, glaube ich, nicht sein, aber who knows. Für sein Alter, wenn er viel Fahrrad fährt und so. Nee. Und Gehirnjoggen macht. Aber das passt ganz gut rein, weil dann, ich wollte es gar nicht erwähnen, aber dann können wir das kurz sagen, Elon Musk, der ja jetzt scheinbar doch Twitter kauft. Doch, das wieder, ist ja das ist eine On-Off-Beziehung, ja. 44 Billionen, ich sag's jedes Mal, Alter, Milliarden natürlich, Billionen im Englischen. Ja. Der hat sich nämlich auch da reingewichtet, denn es ist ganz wichtig, dass jeder noch so inkompetenter Mensch, so wie wir zum Beispiel, die Meinung zum Russland-Ukraine-Konflikt abgibt. Und da wurde er ordentlich unter Feuer gesetzt,
Weil er hat nämlich so gesagt, ja, die Insel Krim, die hat ja eigentlich früher mal Russland gehört. Das ist halt auch wieder so eine Argumentation von wegen... Polen hat auch über Russland gehört. Ja, ist halt schwierig. So, und da hat sich dann der ukrainische Botschafter von Deutschland hat sich eingehakt und Zelensky hat so einen Poll gemacht mit seinem Twitter-Account. Wen findet ihr besser? Elon Musk, der Ukraine gut findet oder Supporter ist oder der Russland supportet. Also auch Elon Musk, der Russland supportet, also weil er ja zwei Gesichter so ein bisschen hat, ne? Ja, also es war ein Hin und Her, war ganz witzig und dann hat sich sogar die russische Schachlegende Garry Kasparov reingehängt, ja? Und hat gesagt, das geht ja gar nicht, das ist ja absoluter Bullshit und nur eine Wiedergabe von russischer Propaganda. Und da ging es heiß her. Aber man darf wohl endlich auch die Regierung kritisieren in Russland. Ich habe irgendeine Meldung gelesen, aber nicht zu Ende gelesen, habe ich nicht mehr geschafft, dass man jetzt doch auch in den Staatsmedien auch kritisch berichten darf, seit neuestem, auch über Kriegsverluste und so weiter. Na, immerhin. Darf man jetzt, ja. Ich guck mal. Kriegsverluste auf Seiten der Ukrainer. Genau. Ich verstehe ja Russisch und ich gucke manchmal russisches Fernseher. Du bist ja auch so eine Sleeper-Cell. Du hast dich ja eingeschlossen bei uns, um jetzt hier deine Propaganda zu verbreiten. Du bist Putins Neffe quasi. Nein, ich mag den Typen gar nicht. Ich mag meinen Onkel auch nicht. Ich mag auch Bush nicht, weil die Amerikaner, die sind ja... Ich verstehe nicht, warum... Das verstehe ich... Also, ich finde es richtig, dass Putin so gebasht wird. Aber ich finde... Dafür, wie viele Amerikaner, also die amerikanischen Präsidenten gebasht wurden, für das, was die im Osten gemacht haben. Also das ist proportional nicht ausgeglichen, finde ich. Ja, währenddessen nicht, aber hinterher jetzt schon. Meine Meinung. So. Also hinterher schon, währenddessen damals nicht, aber es war auch nochmal eine andere Zeit. So, ja. 9-11 war, weißt du, da kannst du dann nicht, ist ein Inside-Job. Da haben die ganzen Leute, da haben die Uhren anders getickt. So, ja, weißt du? Keine Ahnung, ich finde das halt, nur weil das jetzt bei uns um die Ecke passiert, bringen sich alle auf darüber. Das war doch immer schon so, dass Terroranschläge in Afghanistan, ja, passiert doch eh jeden Tag. Es ist einmal in Frankreich, je suis Charlie und alle machen Profilbilder auf Facebook und so. Das ist doch normal. Hast du auch gemacht? Ja, da habe ich eine perfekte Überleitung zu der Downer-News der ganzen Woche, die ihr vielleicht gar nicht mit... Nee, es ging nicht um Down-Syndrom, was du jetzt denkst. Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil das wird in deutschen Medien wahrscheinlich nicht so relevant sein. Das Downer-Syndrom. Aber wenn das in Deutschland passiert wäre, dann würden wir hier ein ganzes Jahr darüber reden. Es ist in Thailand passiert. Sagt euch das was? Ist diese Woche was in Thailand passiert ist? Nicht so richtig. Ja, nee. Das ist nämlich echt hart. So, pass auf. Ein ehemaliger... sorry Jules, schalt lieber ab. Ich weiß nicht, wie ich das verpacken soll. Ein ehemaliger Polizist in Thailand ist in eine... Was ist denn das? Vorschule heißt es, aber es ist halt im Prinzip so wie ein Kindergarten, wo 2- bis 4-jährige Kinder sind. Ja. Und hat 37 Leute insgesamt getötet, davon 24 Kinder, die meisten davon mit einem Messer. So. Boah, ist das krank. Das muss man halt erstmal fertig bringen. Okay. So. Und dann ist er halt heim, hat seine Familie umgebracht. Die Motive sind noch unklar, 13 Erwachsene waren halt auch dabei. Und das ist halt, keiner redet darüber, weil es fucking Thailand ist. Da gehen wir nur zum Urlaub hin. Was wollen wir denn? Hm. Aber wenn das in Deutschland passiert wäre, Alter. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ein Jahr lang kein anderes Thema mehr. Ja, ja. Krass. Es ist ja noch grausamer. Ich meine, es gab ja schon einige Amokläufe. Aber so eine Pistole ist ja auch sehr schnell. Aber so ein Messer, müssen doch die Kinder zugucken, wie da ihr Kameraden abgestochen werden, so der Reihe nach. Ja, na, vor allem, er muss es als Person ja auch ansehen. Also da muss ja in dir echt hart irgendeine Barriere fehlen. Natürlich, ja. Ja, ja. Keine Ahnung, also ein Kind erschießen ist halt eins, aber das wirklich irgendwie so. Fucking what, Alter? Ja, aber Thailand, also. Und dieser Flammenwerfer damals, war auch so, glaube ich, in Deutschland, da hat ein Typ so mit einem Flammenwerfer auch in so einem Kindergarten oder einer Grundschule da Kinder abgefackelt. Darauf musste er erstmal kommen auf die Idee. Ja. Die Menschen sind schon. Die Kohle, deshalb. Nee. Yay, wir haben neue Medikamente durch Bucket Challenge. Also alles ist gut. Und Joe Biden möchte Leute begnadigen, die wegen Cannabis-Verfahren bestraft worden sind. Ja. Das ist schon mal geil. Das ist gut.
ein Pardoning für die ganzen Leute, die, also es sind 6.000, habe ich gelesen. Das erscheint mir etwas wenig, muss ich sagen. 6.000? 6.000, die das betrifft. Hm. Weiß ich nicht genau. Vielleicht war die Zahl auch noch nicht aktuell oder so. Ich hätte gedacht 6.000 die Woche oder so, ja, aber... Wahrscheinlich, aber das ist halt ein echt beliebter Move. Also selbst, ich bin ja, ich erwähne es immer gerne mal auch mal in republikanischen Foren unterwegs, mhm, und gucke mich da um. Und selbst die sagen, ey, good move, Joe. Und mhm, so. Also das ist ein bipartisan Move. Alle freuen sich, außer natürlich die Politiker der Republikaner, weil die sagen dann, scheiße, mhm, das ist gegen uns. So. Stimmt. Aber finde ich ganz nice. Weil ich das gibt halt wirklich teilweise Leute, die hatten einfach irgendwie einen Gramm Hasch dabei. Hm. 10 Jahre Knast, weil der Polizist gerade irgendwie Bock hatte, so. Hm. Richtig, richtig hart. So eine schöne Nachricht mal, dass die Entkriminalisierung vorangeht. Ja. Ich meine, ich nehme es eh nicht, mir ist es wurscht, aber ich würde eher dafür stimmen, dass es legalisiert wird. Ich nehme gerne die Gefängnisjahre. Super Mario. Kenn ich? Kennt ihr beide, habe ich schon mal gehört. Hm. Hat einen Trailer bekommen. Das große Super Smash Bros. Cinematic Universe ist am Aufbauen. Ich habe ein Bild gesehen. Wir hatten Detective Pikachu, wir haben den Sonic Movie und jetzt haben wir den Super Mario Movie, der in den Startlöchern steht. Es gab schon großartige Filme aus Super Mario. Ja, aus den 90ern. Ja. Ganz groß, ganz groß. Ein Fiebertraum, der Film. Ich habe nur so ein Foto gesehen. Sah spannend aus. Also. Ja, also ich finde... Also ich habe da überhaupt gar kein Interesse an sich dran, aber ich fand, mit dieser Haltung hat es mich überraschend positiv erwischt. Mhm. Es gab halt so einen kleinen Trailer, wie wirklich Bowser mit seinem riesigen Schiff ankommt und dann so ein Eisschloss, vermutlich auch von der Prinzessin Peach, keine Ahnung, egal, völlig zerröstet und so. Mhm. Und die Stimme ist von Jack Black, von Bowser, und es funktioniert richtig gut. Geil. Ich richtig geil finde, was man aber da noch nicht gehört hat, Luigi ist Charlie Day, den kennt man von It's Always Sunny in Philadelphia oder ja, Pacific Rim. Und Mario muss aber der Ursprungssynchronsprecher sein, hoffe ich. Nein. Und das ist, also, ich habe mir das angehört, es gibt so ein... Der lebt doch noch. Nee, ja, ist richtig, mit. Aber hör dir das mal an, es gibt so eine Präsentation von der Switch oder so und da redet 5 Minuten diese... diese Mario-Stimme. Mhm. Und nach 5 Minuten geht es dir schon richtig hart auf den Sack. Ach, schade. Und für einen 90-Minuten-Film schwierig, glaube ich. Aber der Sprecher ist halt Chris Pratt. Und der sticht halt als besonders scheiße raus, weil er einfach wie Chris Pratt halt immer spricht. Kennst du? Guardians of the Galaxy? Mhm. Jurassic World? Ja, aber wer ist denn? Eigentlich in... Nein, die Hauptfigur. Keine Ahnung. Star-Lord? Keine Ahnung. Der Typ, der vor Dinosauriern immer die Hände so macht. Ah, okay. Aber da muss er seine Stimme verstellen. Macht er halt nicht. Also es ist ein ganz leichter New York-Akzent. It's a me, Mario. Ja, also es klingt halt, die anderen fand ich echt gut. Hm. Auch von Key and Peele, glaube ich, war der eine, dass der den Toad spricht. Hm. Also Peele ist der die Filme macht, wahrscheinlich dann Key. Hm. Wie heißt der? Key and Michael Key oder so. Weiß nicht, wie der heißt. Spricht Toad und das fand ich auch richtig gut, aber... Ja, fucking Mario, die Hauptfigur ist halt Chris Pratt in jedem anderen Film. Es gab doch immer nur eine Stimme für Mario. Wieso willst du für den Film jemanden nehmen, der gar nicht so klingt? Wenn das 90 Minuten lang geht, da willst du nicht die ganze Zeit so eine Stimme hören. Wenn ich in Mario-Film reingehe, will ich auch Mario hören. Ja. Wenn er mir auf die Nerven geht, gehe ich nicht in den Film rein. Das ist meine Meinung. Maybe, ja. Das ist für mich der Rant der Woche. Ich finde, das finde ich echt schlimm. Okay. Das verletzt mich im tiefsten Inneren. Jack Black als Bowser, okay, wenn sie ihn runter... Ist wirklich gut. Wenn sie ihn runterpitchen ein bisschen. Weil ich dachte, habt ihr den Tenacious D-Film gesehen? Ja. Von Jack Black? Aber der kann ja die Stimme verstellen. Ja, ich meine, der den Teufel spricht hier. Ist es Dave Grohl? Weiß ich nicht mehr, wer den spielt, den Teufel. Dave Grohl? Warte mal. Er spielt den Teufel in Tenacious D. Was für? Ich guck mal kurz nach. Jedenfalls, wenn der Bowser gesprochen hätte, wäre ich voll zufrieden gewesen. Hm. Ja gut, und ansonsten gab es noch einen richtigen Ausfall bei Lanz. Ja, in der Sendung. Ja. Was ich erstmal komisch... Dave Kroll war es, ja. Okay. Lanz hatte seinen Podcast Buddy Brecht da. Mhm. Und das finde ich alleine irgendwie jetzt mittlerweile komisch. Der Brecht war ja so auch oft bei Lanz. Ständig, ja. Aber jetzt, wo die zusammen Podcast machen, finde ich es irgendwie ein bisschen seltsam. So. Mhm.
Das ist dann, wirkt dann als Moderator nicht mehr so neutral. Böhmermann hat auch Olli Schulz kaum noch in seiner Sendung. Ja. Also seltenst. So, und die haben, also Brecht hat mit Harald Welzer zusammen ein neues Buch rausgebracht, Die vierte Gewalt, da werden die Medien kritisiert. Eigentlich. Das ist eine Diktatur wie in Deutschland. Krass. Ja, aber also du machst jetzt auch gleich genau das, was, also ist von beiden Seiten nicht so gut gelöst worden, aber es gab richtig Beef in dieser Sendung. Geil. Also klar, damals irgendwie vor 30 Jahren wäre das ein Pustekuchen gewesen, so, weißt du, aber heute, wo alle so ganz förmlich und nett zueinander sind, plötzlich irgendwie, ja, sie unterstellen mir seit einer Stunde, dass Dinge, die überhaupt nicht in dem Buch stehen und so. Mhm. Also es war echt interessant zu sehen, mal sowas in den deutschen Medien, wo Leute sich wirklich mal richtig anfahren, aber ja, ist nicht gut gelaufen auf jeden Fall. Ich meine, ich kenne das Buch nicht, weiß nicht, was sie jetzt genau kritisieren, aber ich hatte sofort dieses Bild im Kopf von den Querdenkern, die immer auf Demos stehen und sagen, wir dürfen nichts mehr sagen und es ist eine Diktatur, werden sie von der Polizei begleitet und beschützt werden, auf einer Demo, die der Staat genehmigt hat. Aber genau das ist halt das Problem, also man kann das mit Absicht so verstehen und es gibt jetzt auch erste Schwurbler hier, Tim Kellner oder so, der das halt für sich irgendwie nimmt, aber dieses, so wie ich es verstanden habe und das sagen die auch ganz klar, die haben überhaupt kein Interesse irgendwie Richtung Schwurbler zu argumentieren. Das sagen die es immer, geht nur darum, dass man muss halt etwas machen, weil die Medien haben halt an Glaubwürdigkeit verloren. Und woran liegt das? So, ja, okay, das ist wie kann man das besser spannend machen? Und wo sich beide Parteien einig sind, weil es sind noch zwei Journalisten, die in dem Buch auch direkt kritisiert werden, sind auch in der Sendung. Hm. Deswegen gab es wahrscheinlich so Feuer. Und wo sie sich einig sind, dass halt Twitter einfach sehr schwierig ist, weil wenn irgendwas passiert, will jeder Journalist der Erste sein, der den Tweet dazu rausballert. Natürlich, ja. Und dann sind natürlich Fehlinformationen vorprogrammiert. So. Und da sind sich zumindest beide einig gewesen, aber bei so vielen anderen Sachen nicht. So. Okay. Deswegen Twitter als Nachrichtenmedium ist halt ein bisschen schwierig. Und auch dieses Elon Musk-Ding. Überleg dir das mal. Ja, da sind irgendwie, wahrscheinlich nicht der größte, aber einer der größten Konflikte weltweit gerade. Mhm. Und diese Leute, Zelensky ja auch, diskutieren mit irgendeinem Tesla-Typen politische Sachen auf fucking Twitter. Das ist so absurd, Alter. Das ist absurd. Ja. Wie viel Zeichen kann man... Ich glaube, 240? Nee, 280. Ja. 280 Zeichen werden politische Diskussionen gewöhnt. Nee, das ist nicht unbedingt, weil man kann ja auch verschiedene Tweets longer kann. Ne? Ja, das ist schon richtig, aber trotzdem ist ja immer ein Tweet für sich erstmal. Das stimmt. Man muss das Scrollen, macht ja schon keiner mehr. Aber ja, es ist total absurd. Ja, und so, wie gesagt, Vertrauen in die Medien und so, was kann man machen? Weil ich fände es ja auch gut, in beide Richtungen, wenn die Leute nicht ganz so hart die Medien kritisieren würden und sagen, oh, das ist alles ganz, ganz schlimm, aber wenn von der anderen Seite halt auch irgendwie, ja, was zum Beispiel eine klare Unterscheidung ist, das fand ich interessant als Gedanke, dieses False Balancing gibt's ja so. Genau. Aber trotzdem sagen die in ihrem Buch, dass es halt schwierig ist, wenn Meinungen nicht abgebildet werden, die trotzdem da sind. Und da ging es jetzt zum Beispiel über... als Gegenbeispiel, ja, aber du kannst jetzt nicht Leute hinsetzen, die sagen, dass die Impfung dir Autismus gibt, zum Beispiel. Mhm. So, und da ist aber die Unterscheidung, dass das halt kein Fakt ist, so. Mhm. Aber bei der Sache wie bei Russland zum Beispiel, könnte man eher drüber reden, weil da gibt es halt keinen Fakt, der bewiesen ist, so. Du musst jetzt nicht in jede Sendung anteilig einsetzen, der findet, dass Impfungen Autismus machen, weil das ist halt einfach nicht so. Genau. Aber einen hinsetzen, der vielleicht sagt, naja, aber vielleicht ist Russland vielleicht doch ein bisschen im Recht oder NATO haben vielleicht auch ein bisschen Scheiße gebaut. Mhm. Das ist halt was, worüber man diskutieren kann. Ja. So, und das ist halt eine klare Unterscheidung, die man machen kann. Aber wenn man halt ankommt und, oh, jetzt fangen die auch an mit ihrem Bruch hier rumzuschwurbeln und so, dann wird das halt nicht mehr gemacht. Ja, ich finde, Medienkritik ist, also überhaupt Kritik ist mega wichtig. Ich meine, mir wurde ja auch mal vorgeworfen, ich wäre ein Systemling und staatstreu. Ich kritisiere die Regierung ganz genauso, aber ich fange ja nicht an zu fantasieren, wir hätten eine Diktatur oder ich dürfe nichts mehr sagen. Ja. Ich finde halt, man muss halt immer so ein bisschen gucken, dass man realistisch bleibt. Dass man halt nicht anfängt zu sagen, ich darf meine Meinung nicht sagen, weil es gibt einen Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und Meinungshoheit. Was viele verwechseln ist halt, dass sie glauben, wenn sie Widerspruch erfahren, dass sie zensiert werden. Aber Widerspruch ist ja keine Zensur und das raffen halt viele nicht. Ja. Zensur wäre es, wenn die sagen würden, das darfst du nicht sagen, raus aus meiner Sendung. Sondern es gibt ja meistens halt eine Gegenstimme. Und das muss man aushalten können. Das halten viele halt nicht aus. Du darfst sagen, dass Impfung scheiße ist. Na klar, darfst du das sagen. Da will auch die Meinung haben, dass du nicht ganz
Knusperbüsch. Genau, ganz genau. Das ist dann meine Meinung über deine Aussage. Klar, man kann sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil ich habe irgendwie Angst davor und ich habe das gelesen. Legitim as fuck. Wenn du anfängst zu sagen, ich kenne so viele, die an Impfung gestorben sind und die machen Autismus und... Wir haben jetzt auch einjähriges Jahrestag vom Wendler sagt, alle Geimpften werden sterben. Das war vor einem Jahr. Ich dachte, halt schade. Das sogar schon länger, aber krass, okay. Nee. Das ist sehr schade, dass sie die jetzt alle... Ich bin dreimal, also wir sind ja auch gerade tot. Ich bin dreimal gestorben schon, ja. Schöne Grüße aus dem Himmel oder Hölle. Ja, du kommst in die Hölle. Ich? Ja. Wie kommst du denn da auch? Weil du immer so gemein zu mir bist. Wir haben schon echt überzogen. Wir haben eine Stunde jetzt. Wir haben auf unsere Spotify-Playlist. Wir können doch erstmal die Woche bewerten. Ich würde noch zwei Sachen kurz reinwerfen, ganz kurz. Biden hatte so einen Hot-Mic-Moment, also man hat aufgenommen, ohne dass er wusste, dass er aufgenommen wird. Da sagt er, no one fucks with a Biden. Finde ich ganz witzig. Ja. Aber vielleicht war es auch ein Hilferuf. Vielleicht will er endlich mal wieder Sex haben. Und dann no noch one fucks with. Meine Lieblingsnachricht aus, vielleicht sollte ich das als eine eigene Kategorie machen oder so, Amerika ha oder so. Ein Republikaner, Doug Mastriano, irgendwie sowas, der war auch beim 6. Januar damals dabei, der hat gesagt, sobald er im Amt ist, der ist jetzt auf Wahlkampf, wird er viele Dinge bannen, unter anderem pornografische Bücher und Pole Dancing. Was, wer sagt das? In Elementary Schools, also in Grundschulen. In Schulen, okay, in Grundschulen. In Grundschulen, Pole Dancing und pornografische Bücher. Das ist doch keine Grundschule mehr. Also, in welcher Grundschule ist er? Aber sobald er im Amt ist, wird das gebannt. Ach, super. Fand ich witzig. Wenn ich an der Macht bin, werde ich auch fliegende Schweine verbieten. Es wird höchste Zeit. Aber oder Mord sollte mal verboten werden. Hast du mitbekommen, dass das, war das in Belarus, glaube ich, der Präsident will einfach steigende Preise verbieten. Das ist, Alter. Das ist smart as fuck, Alter. Ja, so machen wir das. Wir verbieten einfach schlechte Dinge. Gut. Da passieren sie nicht mehr. Ansonsten von mir, ja, das wird jetzt alles zu kurz, aber Inscription, das Spiel, würde ich ganz kurz mal empfehlen wollen. Habe ich von Marlin bekommen, habe ich durchgespielt. Geile, einzigartige Spielerfahrung. Wer Kartenspiele mag, guckt sich das mal an. Und die Krim brennt wohl irgendwie auch. Und, ja. Und die Bahn wurde sabotiert. Heute ist wohl ein großer, ja, stimmt, großer AfD-Aufmarsch in Berlin. Und zufällig fallen heute die Bahnverbindungen aus aufgrund von Funkverbindungsstörungen. Und auch, wie heißt dieses Kollektiv? Politische Schönheit, hat wohl auch wieder Busse angeboten, die es gar nicht gibt, so, und will halt verhindern, dass das AfD-Fans nach Berlin fahren, und die wird dann große Verschwörung auch von der Bahn her. Also es ist gerade ein Rush durch, aber es passiert gerade sehr viel, tatsächlich, und es ist viel passiert. Okay, dann ist echt viel passiert, aber Peter kommt halt hier rein mit seinem Scheiß und klaut uns die Zeit, sodass wir das alles nicht thematisieren können. Ist so, danke Peter. Der guckt auch gerade ganz fleißig auf Spotify schon nach einem Song. Ja. Peter, bist du dir schon einig, was du willst? Mm-mm. Nee. Ist dann schon mach wie immer. Ich habe, was ich will, und zwar Laura von Flogging Molly. Mal was ganz anderes. Oh, jetzt kommt Dion an und trocknet sich an meinem Körper. Laura, da geht es nämlich um eine Person, die gestorben ist, und an alle die Geimpften, ja, die vor einem Jahr alle gestorben sind. Dieser Song quasi jetzt. Ach, Laura. Okay, ja, Laura. Ich habe erst Laura geschrieben. Nee, Laura. Bye-bye, Laura. Your beauty will never fade, so wie die Beauty von allen Geimpften. Habe ich mal live gesehen, die Band. Zweimal. Richtig geil tatsächlich. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, die Live-Version ist besser für mich, aber scheiß drauf. Hau einfach eine rein. Ich hau rein vom Musical Dear Evan Hansen. Okay. In der Hauptrolle Ben Platt, der hat das damals im Musical gespielt, und es gibt eine Verfilmung von diesem von dem Stück, aber er ist halt viel zu alt für diese Rolle eigentlich, aber alle haben gesagt, es kann nur Ben Platt spielen und singen, und er wirkt in diesem Film echt verloren. Alle sind so Teenager ungefähr, er ist halt schon Mitte 30, glaube ich, spielt einen Teenager, aber er singt halt am allerbesten diese Songs, und ich mache aus dem Musical Dear Evan Hansen Raving Through a Window rein. Ein Song, der ist ein Downer, muss ich sagen. Er ist sehr traurig. Da geht es so ein bisschen um, du hast halt von jemandem gehört und so weiter. Und da geht es auch um einen jungen Mann, der sich sozial nicht so richtig, also nicht rauskommt und keine Freunde hat und so weiter. Und da geht es auch um Selbstmordthematiken in dem Film. Sehr tragisch. Aber es ist ein geiler Song, Raving Through a Window von Ben Platt aus dem Musical Dear Evan Hansen. Gibt es auch ein Buch zu. Ist richtig schön. Okay. Und während Peter hier immer noch am Rumscrollen ist... Ja. Hast du eins? Passend zu dem Ukraine-Krieg und so, von KZ,
Hurra, diese Welt geht unter. Also okay. Einfach, ich finde, gerade fühlt sich das für mich so ein bisschen an, wie alles zusammenbricht. Wir haben Krieg, also noch näher an Europa als vorher. Hm. Wir haben, die Umwelt ist am Arsch. Wir haben einen Haufen Schwule in Deutschland. Nein. Riesenproblem, ich weiß. Gerade irgendwie. Aber umso geiler ist es ja, dass wir hier gerade zu dritt sitzen können. In unserer warmen Bude. Nein, okay, mach das nicht rein. Ich will das. Nee, wir können das doch gerne nehmen. Es ist alles, es ist auch super. Wir können das doch nehmen. Ich finde, das sagt das ja auch. Hurra, die Welt geht unter. Ja. Also yippie, yay. Zum einen sind wir Zeuge dessen und zum anderen können wir dadurch appreciaten, was geil ist. Wie zum Beispiel so ein Dion, der seinen sexy Körper an uns vorbeischiebt. Ey, dieser Körper, ey. Wow. Ja. Ja, dann machen wir das so. Was geben wir der Woche? Es ist echt viel passiert. Kino, Obstgesammeln. Ja. Es ist mir leid. Wir müssen mindestens auf eine 8 gehen für die ganzen Thailand-Kinder. Ja, stimmt. Weil, weißt du, wenn die nirgends stattfinden, bei uns müssen die stattfinden. Das stimmt. Ich gehe sogar auf 8,5 sogar. Ich sag auch 8,5. Wir haben auch das Thema vergessen, Oktoberfest Song von KIZ. Oh, den hatten wir aber letzte Woche. Echt? Nicht, dann nehme ich es zurück. Ich hoffe doch, klar. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Den hat Marlin ja auch reingeschleudert. Dann machst du Marlin, okay, ja. Super. Gut, dann machen wir das so. Oh, hörst du die Musik gerade? Das ist aber ganz schön. Boah, meine Ohren, Junge. Ah! Oh, Mama, ich bin die Kleider, Robin! Tschüss! Oh, Scheiße!